Hallo und schön, dass du in meinen Kanal hineinschaust. Ich möchte dir heute zeigen, wie einfach man Brandmalerei selber machen kann, mit kleinen Tipps und Tricks. Hier zum Beispiel ist es ein Holzsalatbesteck, gedacht für eine Hochzeit. Dann kann man ganz toll ein Holzbrett noch dazu nehmen, ein großes Schneidebrett und kann noch was drauf malen oder schreiben, wenn man möchte. Dann legt man auf das Holzbrett einen Salatkopf, eine Wurst, ein Brot, das Salatbesteck dazu. Da gibt es so viele tolle Möglichkeiten, es zu verschenken. Ist eine klasse Erinnerung, kostet nicht viel, aber es ist was ganz Besonderes. Und wie einfach das geht, möchte ich dir jetzt zeigen. Und dann legen wir einfach mal los. Das ist jetzt die Seitennaht und zur Sicherheit würde ich wirklich mal noch einen Klecks Kleber anbringen und das so ein bisschen verkleben, damit die uns bei Belastung nicht noch aufgeht auf beiden Seiten. Und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Auch vielleicht oben nochmal. Den Halsausschnitt haben wir gelassen, aber da nochmal. Das hält eigentlich bombig, aber ich bin dann immer so, oh, wir machen es mal doppelt sicher. Nicht, dass wir unterwegs dann Probleme kriegen. Also, wir haben ja sowieso den Kleber da dann festgeklebt und gut ist. So, das machen wir bei den vier Seiten und dann hält das auch. So, in meinem Tutorial für Brandmalerei möchte ich euch einfach mal zeigen, wie einfach das geht. Ich habe jetzt keinen Lötkolben, sondern so richtig eine Brandstation für Brandmalerei mit einem Trafo. Damit habe ich die Möglichkeit, die Hitze einzustellen. Es kommt dann immer darauf an, was für ein Holz ich habe. Ein ganz festes Holz, ein ganz hartes Holz wie Eiche zum Beispiel, muss ich wesentlich stärker brennen als jetzt Fichte und Kiefer. Da habe ich von 0,8 Volt, 1 Volt bis 1,3 Volt die Möglichkeit und stöpsel dann einfach nur die Elektrode an. Und hier unten wird eingeschraubt. Dann habe ich hier meinen Brandkolben. Vorne ist er mit Kork umzogen, damit man sich die Finger nicht verbrennt, da wird nichts heiß. Und dann habe ich hier die Spitze. Es gibt verschiedene Spitzen, auch Musterspitzen, Sternchen, Herzchen. Und die ist jetzt eigentlich zum Schreiben und die muss wirklich gut eingebracht werden in die zwei Buchsen hier vorne. Einstecken könnt ihr diese Elektroden nur, wenn es nicht im Stromkreis angeschlossen ist, sonst verbrennt ihr euch gewaltig die Finger. Das muss alles vorher berücksichtigt werden. Das ist der Ständer dazu. Dann kann man es prima anlegen. Normal nehme ich noch ein großes Holzbrettchen und lege das unten drunter. Und was ganz wichtig ist, ist so ein kleiner Schleifschwamm oder ein ganz feines Sandpapier, Schleifpapier, weil Reste sowie Kohlereste setzen sich immer an der Spitze ab, wenn man viel macht. Und dann muss man zwischendurch einmal so kurz drüber hinfahren und dann ist die Spitze wieder schön und wird richtig heiß. Hier habe ich jetzt ein Holzsalatbesteck. Das ist gedacht für eine Hochzeit als Geschenk und dann kommt der Name drauf des Brautpaares. Ihr könnt euch das prima mit einem Bleistift vorzeichnen. Ich brauche das nicht mehr. Ich mache das ganz, ganz oft. Und dann kommt der Name darauf. Man muss ganz langsam, aber gleichmäßig ziehen. Ganz langsam. Immer langsam. Jetzt fängt es schon an und wird ein bisschen weniger, weil sich Kohle abgesetzt hat. So. Ganz langsam und immer zwischendurch. Abstreifen. Und so machen wir jetzt den Namen darauf. Viel Zeit lassen, aber durchziehen, nicht stocken. Es gibt so kleine Brandflecken. Man kann noch mal kurz nachziehen, aber nicht stehen bleiben. Immer nur ziehen, ziehen, ziehen. Das ist wichtig dabei.
So, jetzt sind beide Salatbestecke fertig. Ich kann schon ausstöpseln. So kann der ganz toll Brettchen machen, Frühstücksbrettchen, aber auch so große Servierplatten aus Holz. Ich habe auch schon einfach Baumscheiben genommen und habe drauf Brandmalerei gemacht. Und dann finde ich es immer ganz wichtig, dass die Oberfläche ein bisschen abgeschlossen wird. Und dann nehme ich einfach ein Salatöl. Ich habe meistens Rapsöl zu Hause, man kann auch anderes nehmen. Und dann nehme ich einen feuchten Lappen, meistens einen frisch gewaschenen Aufwaschspüllappen, der wie aus Filz ist, nicht diese Schwammlappen. Und dann gebe ich einen guten Klecks von diesem Haushaltsspeiseöl drauf und reibe das gut ein. Erstmal schützt es das Holz, die Brandmalerei auch, und es kommt noch viel schöner heraus, also es wird noch kräftiger. Und dann hoffe ich sehr, die Idee hat gefallen. Und du schaust doch beim nächsten Mal wieder rein, wenn ich was anderes für dich habe. Und so gibt es immer kleine Ideen für Geschenke oder für den Eigenbedarf. Ob jetzt Muttertag, Vatertag, Weihnachten oder Ostern, jeden Geburtstag und wie gesagt, hier für eine Hochzeit.